Hey Leute, Crymax hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir sind heute mal wieder zurück in Fortnite mit Stani, was geht ab? Was geht? Wir werden heute Rapper! Wir spielen heute nämlich den Rapper-Tycoon und zuerst mal kann man sich hier nämlich aussuchen, ist man Lil Double Pump, Kendrick Lama, Travis Scott oder Post Malone? Bro, ich nehme Lil Double Pump. Du bist Lil Double Pump. Weißt du was, dann nehme ich Travis Scott. Okay, Bro, vielleicht liegt ja Double Pump. Okay, stell dich vor deiner Crib, Bro. Oh mein Gott, ich habe meine Crib geclaimed. Geht's los? Achso, ja, okay, dann geht's los, Bro. Let's go! Wie immer natürlich, wer zuerst den Tycoon beendet hat, wir spielen um 10.000 V-Bucks, ihr wisst Bescheid. Nur 10.000 V-Bucks, Bro? Hä? Was ist das denn hier für eine Sparspurmüll? Okay, wie viel willst du denn spielen? Also ich sag dir ehrlich, ich spiele Tycoons über um 50.000 V-Bucks. Aha, okay. Dann machen wir um 50.000 V-Bucks. Kein Problem. Bro, ich hab einfach das Bett von Seville. Oh mein Gott. Bro, ich hab das Bett von Seville. Nee, das Bett von Sue freigeschaltet. Lol. Alter, okay, bei dir läuft ja richtig krass. Bei mir läuft richtig krass. Also man kann jetzt hier erstmal, glaube ich, so seine Crib, sein Haus so machen. Zack. Hier so ein bisschen alles upgraden, aber... Oh Gott, Leute, das wird Max nicht checken. Was ist das hier? Bro, was für Geldautomaten ich checken? Ich hab das schon gecheckt. Ich hab sogar schon den ersten Geldautomat aufgebrochen. Bro! Bis du das checkst, mache ich nämlich hier schon meinen zweiten Automaten, den ich aufbreche. Klar, ja, okay, mach mich denn. Oh Gott, ja, okay, du hast verloren. Warum habe ich verloren? Ich hab schon die ersten Fans, Bro. Hä? Warum hat er schon Fans? Ich hab schon die ersten Fans. Ich hab noch keine Fans. Spaß. So, schade, dass du mich hier so prankst. Was haben wir denn hier Schönes? Warte mal. Oh, ich kann einen Basketballplatz hinter meinem Haus bauen. Alter, wie cool ist das denn? Alter. Okay. Ach, warte mal, ich check, wie es läuft. Ich glaube, Stani hat noch nicht gecheckt, wie der Tycoon funktioniert. Also, Bro, ich sag nur so, die Crowd... Bro, du hast was nicht gecheckt. Wie? Ich hab was nicht gecheckt. Ich muss dir leider was sagen, du hast was nicht gecheckt. Ich glaube, du hast was nicht gecheckt. Du hast was nicht gecheckt, Bro. Okay. Oh, mein Gott. Wir werden sehen. Ich sag mal so, guck mal, die Fans, die feiern mich, Bro. Ja, ich weiß, beim Basketballplatz kann man seine Crowd holen. Lass mich raus. Bro, ich hab doch nicht mehr Basketballplatz, was laberst du? Bei mir ist es gefühlt hier beim Basketballplatz. Mit der Crowd. Wie viel Cash machst du gerade in der Sekunde? Woo! Yeah, ich rap hier. Wow, ich bin auf der Bühne. Ich mach hier, wow. Yeah, Stani stinkt. Ja, woo. Yeah, diss track. Wie viel Geld machst du gerade die Sekunde? Nur eins. So. Was, du hast schon... Warte mal. Alter, wow. Rap Battle, okay. Ist ey, da kommen Hater, die meinen Auftritt stürmen. Jo, was hast du denn schon alles? Bro, ich hab jetzt diese... Oh mein Gott, Alter. Ich hab dann auch... Wie? Kommen gerade Hater und zerstören das sind Hater, mein Auftritt, Alter, krass. Okay. Bro, ich rappe hier gerade auch vor. Ich habe einen Fan. Ich habe einfach nur einen Fan. Leute, wer ist mein Fan? Was ich jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz... Wie viel Geld machst du pro Sekunde? Ey, mein Fan wird angegriffen. Wie viel Geld machst du pro Sekunde? Ich war immer noch ein Cash die Sekunde. Ja, ich auch nur ein Cash. Okay, ich dachte schon, ich mache hier was falsch. Ich hab vielleicht was, was du nicht hast. Aha. Alter, bei mir sind übelst viele Hater. Vorbei. Ich glaube, ich habe nicht so gut gerappt. Junge, wie viele Fans hast du? Bro, bei mir sind... Du ein Fan? Bro, bei mir sind nur Hater, hä? bei Maxi, du Hater. Meine Crib wird hier die ganze Zeit von Hatern gestürmt. Ja, Max, aber du hast verloren. Weil ich hol jetzt... Oh Gott. Bro, ich habe jetzt einen neuen Money Tree. Wie? Ich habe einen neuen Money Tree. Ey, mach nicht so. Bro, der macht jetzt richtig Kohle. Was hast du denn für einen Money Tree? Bro, oh mein Gott, ich mach so viel Geld. Jetzt hole ich mir erstmal hier Waffen. Nein, Leute, habe ich irgendwas hier nicht gecheckt? Ich sag dir ehrlich, ich habe mir gerade Waffen geholt gegen die Hater. Ja, Bro, das habe ich auch schon die ganze Zeit. Aber ich habe das Gefühl, irgendwas checke ich hier nicht richtig. Ja, du checkst mal wieder was nicht. Wie viel machst du pro Sekunde? Sei ehrlich. Ich mach einen Cash immer noch pro Sekunde. Ja, okay, dann ist doch alles gut. Ja, aber ich habe einen neuen Geldbaum. Und dieser Geldbaum? Geldbaum? Ich sag nicht, was der macht. Oh mein Gott. Okay, das war's. Was denn?
Jetzt habe ich die Meta, Bro. Jetzt habe ich die Meta. Was? Oh mein Gott. Du Ekliger. Okay. Oh mein Gott. War das die Meta, die du meintest? Oh Gott. Ja, Bro, ich uploade gerade meine Musik. Hä? Oh yeah. Oh, meine Fans kommen. Nee, Bro, man kann ja... ich hab ein... Oh mein Gott. Ja, vorbei. Für dich ist vorbei. Ich habe jetzt schon 7 Fans, 8 Fans. Ach du Heilige. Ich habe nur Hater. Leider, meine Fans mögen mich nicht. Meine Musik gefällt dir nicht. Wundert mich nicht, warum. Mich auch nicht. Wundert mich nicht, warum. So, ich glaube, ich muss... Ich weiß, wie Stani das gemacht hat. Ich weiß, was Stani gemacht hat. Jetzt, ich habe jetzt auch deinen Trick raus. Was habe ich denn gemacht, Bro? Bro, man muss den Laptop kaufen, damit man Musik produzieren kann. Ja, und ich produziere dick Musik, Bro, weil ich mache gerade schön fancy Sekunde. Ich mache schön fancy die Sekunde. Leute, wichtig, brauchen wir auch. Oh mein Gott, Bro! Oh, der Laptop ist auch teuer, ey. Junge, man kann sogar einen Album-Dropper bauen. Oha! Ey, da kannst du den Das ist ja zu krass, Leute. Yo! Kann man hier seine EP rausbringen? Yo, ich bringe hier meine Songs raus. Wer kann... Oha! Okay, Leute, jetzt, wir holen uns jetzt auch mal hier einen Laptop. Bis jetzt lief es leider nicht so gut hier bei uns. Boah, okay, wichtig. Upload-Musik. Junge, du bist Schmalspur-Rapper. Okay. Du bist hier Let's Travis go. Bot, Alter. Du bist nicht umsonst Travis Bot. Junge, du bist Lil Double Pump. Was willst du ich von mir? Ich bin Lil Double Pump, Alter. Und ich meine Fans war ich geblieben. Jetzt check ich das, Leute. Wir haben zwar ein bisschen länger gebraucht, um das zu checken, sage ich mal. Aber passiert. Passiert, Leute. Mal ist man schneller. Leute, jetzt hole ich mir erstmal bei iCrimex Dog. Was willst du? Bro, ich habe jetzt einfach... Bro, ich hab dich einfach als Haustier. Alter! Auf damit! Hä, ich kann nicht mehr einen Laptop. Warum kann ich nicht mehr an den Laptop gehen? Ey, bei mir buggt das. Ja, Bro, man kann nicht am Laptop. Man kann nur einmal am Laptop. Hä, wie? Man kann nur einmal dran gehen? Ja, ja. Hä, nee, das macht keinen Sinn, Bro. Doch. Wie schlecht ist das denn? Ja, Bro, du hast den aktiviert quasi und du lädst jetzt die ganze Zeit deine Musik hoch. Ah, ach so, ich dachte, man müsste das aktiv immer selbst machen. Okay. Nein. Ja gut, dann ist ja alles gut, Leute. Du hast jetzt aktiviert und ich habe jetzt gleich den nächsten Album drauf. Dann ist ja alles gut. Also Bro, ich habe jetzt, wie viele Fans hast du? Ich habe 250 Fans. Was? Nee. Junge, ich mache gute Musik im Gegensatz zu dir. Du machst irgendwelche Gammelmusik. Alter, Bro. Stani macht zu krasse Musik. Okay, das ist auch krass. Er geht viral. Stani geht viral. Ich gehe viral. Bro, er ist Modus Mio Playlist gekommen. iCrimex, beruhig dich. Hater eliminiert. Was bringt's denn, so ein Doc sich zu holen? Lohnt sich das? Ja, das ist nett. Ich hab's Gefühl, das ist Geldverschwendung. Oh. Leute, ich werd mir keinen Doc holen. Ich glaube, das ist Geldverschwendung. Bro, Doc ist übelst krass. Er checkt sich, Leute. Doc, du brauchst den Hund. Nee. Du brauchst den Hund, um krasser Rapper zu werden. Ich sag's dir nur. Ja, du willst mich pranken. Ich glaub dir kein Wort. Ach, Leute, ich sag euch ehrlich, mir geht's gut. Mir geht's gut. So zack. Oh mein Gott. Ich habe jetzt die fette Security bei mir vom Rapper. Was? Ja. Hä, wie macht er denn so viel Geld hier die ganze Zeit? Yo. Musst du nicht die ganze Zeit deine Hater auch eliminieren? Nee. Bro, ich habe jetzt hier eine Casting-Couch. Sehr gut. Oh, ja. Oh Gott, jetzt kaufe ich mir gleich einen neuen Lamborghini vielleicht. Ich glaube, er prankt mich. Nein. Du bist ein kleiner Junge, Pranker. Man kann hier einfach ein Ape-NFT kaufen. Hä? Was? Ja. Ich werde mir jetzt auch gleich mal den Album-Dropper holen. Wie, du hast den Album-Dropper noch nicht? Nee, du? Also ich weiß nicht, entweder ich mache hier wirklich ganz gewaltig was falsch, Leute. Du warst safe. Ja, du hast... Eigentlich hast du es schon gecheckt, aber dann hast du es wieder nicht gecheckt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab's gecheckt und dann doch nicht gecheckt. Ja, du bist halt auch Travis Bot, das ist halt kein Wunder. Okay. Leute, ich glaub, Stani ist wirklich hier Profi. Profi-Rapper. Er muss Profi-Rapper sein, anders macht's keinen Sinn für mich. Ah, okay. So eine Filme macht man jetzt hier. So. Okay, wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Geld farmen, Leute. Bro, was machst du denn gerade? Ey, du Dreckiger! Ekliger! Ey,
geil! Du ekliger Du hast mich Junge, abgecampt! Was, ja, was glaubst du meine Stage, Junge? Ey, Mann. Das ist meine Stage! Oh mein Gott. Die Leute wollen mich hier sehen! Bro, die haben keinen Bock auf dich, Travis Pummelberger. Hey, du bist Travis Bock, Bro. Lil Pummelberger. So. Lil Pummelgesicht. Bro, die Fans gehen ab gerade. Oh, mehr Cash und alles rum. Leute, wie viel Cash wir gerade machen? Nein! Weg, ah! Junge! Bro, ich hab kein Leben. Gib mehr, mir die Stage. Nein. Wir halten die Stage, Leute. Schnell nochmal Geld mitnehmen hier, schnell nochmal Geld mitnehmen. So, danke schön, danke meine Fans. Ganz viel Liebe für meine Fans. Boah, deine Fans hassen dich, Junge. Du hast eklige Sachen, Junge. Oh, was hol ich mir jetzt hier? Boah, ey, mein Rap-Plan sieht richtig geil aus, sag dir ehrlich. Bro, ich komme aber auch irgendwie nicht so voran, irgendwie, keine Ahnung. Ich mach viel zu wenig Geld, das wächst bei mir gefühlt gar nicht. Hast du überhaupt schon den zweiten Album-Dropper? Bro, ich hab noch nicht mal den ersten Album-Dropper. Ja, den musst du doch direkt. Du kannst an den Baumspitz hacken. Nein. Oh. Hä? Bro, ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht, dass man. Hä? Das kriegt man aber auch nirgendwo gesagt. Ja, Bro, das war's. Los, Leute, ich komm nicht. Das kann ich ja gar nicht mehr. Ey, Alter. Doch, das kannst du doch reinholen. Guck mal, du hast ja die Mitte gerade. Nein. Bro, was? Den Baum kann man auch upgraden. Aber das steht doch nirgendwo. Hä, das ist doch logisch. Ich finde das nicht. Geldbaum. Ja, Bro, also ich bin da jetzt nicht drauf gekommen, den zu schlagen, den Baum. Da steht ja nicht mal irgendwie Hit the Tree oder keine Ahnung was. Ja, doch, das ist, Bro, das ist logisch. Das ist, sag ich dir ehrlich, das ist logisch. Also das ist einfach logisches Denken, aber wenn du nicht logisch denken kannst, dann lass es. Sag ich dir ehrlich. Oh wenn du nicht Gott. Logisch denken das kannst, bringt ja viel es. Mehr als diese Hater da. Ich schieße da die ganze Zeit die Hater auf und denke mir, warum dauert das so lange? Aber die geben, ey, Bro, die geben auch $10. Also das ja, ist nicht so Bro, schlecht. Das ist aber, das machst du ja pro Schlag bei dem Baum. Nee, da machst du sogar mehr. Du bist jetzt, glaube ich, ich sag dir ehrlich, du bist nicht so weit hinten, also. Ich glaube, gut, egal. Nee, ich glaube nicht, dass du so. Ich war ja gerade bei dir gewesen, ich glaube, also ich bin auf jeden Fall vorne safe, aber nicht ultra krass. So, wir müssen jetzt hier erstmal Cash machen, Leute. Was bringt's denn hier, diese ganze Müll zu kaufen? Wir müssen jetzt hier richtig schlaue Entscheidungen machen. Wir müssen jetzt hier schlaue Moves, Leute. Ja, aber guck mal, das Ding ist, du bist dumm. Ja, also ich komme ja auch dumm vor, dass ich den Baum hier nicht die ganze Zeit geschlagen habe. Sag ich ehrlich. Komm mir auch sehr dumm dabei vor. Aber egal. Ja, Junge, was macht man mit einem Geldbaum? Man schlägt einen Geldbaum, ist doch logisch. Also. War mir jetzt nicht so klar gewesen. Aber egal. Alles ich gut, Freunde. Ehrlich. Also, ich habe auf jeden Fall wenigstens schon Security hier bei mir. So. Ich habe Securities hier bei mir. Und ja, das habe ich auch, Securities. Das habe ich doch auch. Ja, aber deine Securities, was macht eigentlich dieser Hund die ganze Zeit hinter mir hier? Ja, ich habe gewusst, das ist unnötig investiertes Geld, so ein Hund. Der hat mich nicht mal mit angegriffen, als wir uns gefightet haben. Oh, das ist ein Bummihund, der kann gar nichts. So, jetzt werden wir gleich mal einen kleinen Abstecher machen. Zu meinem guten Freund iCrimax. Den werde ich gleich doch. Mal besuchen kommen. Ich werde dich gleich mal besuchen kommen, ist das okay? Ja, komm, 1-1. Ey, kann ich dann mit meinem Lambo vorbeikommen, oder? Sei bitte einfach ruhig. Nee, wäre das okay, oder? Nee. Ja, nicht. Bei mir ist Lambo-Verbot. Ich bin broke, armer Rapper. Aber guck mal, mich nennt man ja nicht umsonst den Tycoon-Meister auch, ne? Ach, nennt man dich Bro, so. Bro, was ist das denn für ein Auto? War mir jetzt nicht bekannt, dass man dich so nennt. Max, guck mal, niemand hat bisher gegen mich Tycoon gewonnen. Niemand. Niemand. Nee. Niemand. Außer ich war mal AFK gewesen, nennt vielleicht, ja. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, das war's für dich. Das war's für große dich. Ankündigung hier. Weil wir müssen jetzt mal schauen, was bauen wir als nächstes. Das kostet ja extra. Oh nein. Brauchen wir ein Ape-NFT? Ich glaube nicht, Leute. Bro, ich hab das schon. Cool. Ich hab das schon. Das bringt auch richtig viel. Aber ich glaube, ich gehe jetzt auch mal Agenten. Ich hole mir jetzt einen Agenten. Ich glaube nicht, dass ich so Sachen wie Ape-NFT, Hund und so, ich glaube, das sind so Geldverschwendungen. Man merkt, Stani ist vielleicht aber guck mal, wir machen ja der erfolgreichere den Rapper.
Guck mal, wir müssen ja den Tycoon fertig spielen. Also muss ich das früher oder später kaufen. Früher oder später muss man es kaufen, nur ist halt die Frage, ob man sein Geld erstmal in Sachen investiert, die einem auch was reinbringen wieder, ne? Bro, ich mach alles, weißt du, weil vielleicht schaltet man ja eine neue Sache frei, wo man noch mehr Geld verdienen kann und so. Kann ja alles sein. Ja, das kann sehr gut sein. Ja, Leute, müssen uns so ranhalten. Also wenn ich jetzt hier nicht irgendwelche ultra schlauen Moves mache, dann wird es sehr, sehr schwer, Stani noch aufzuholen. Wie sieht's bei dir mit Fans aus? Wie viele Fans hast du? Ich will nicht drüber reden, Bro. Meine Fans sind privat. Okay. Meine Fans sind privat, Bro. Und da muss man nicht drüber reden. Schade. Schade. So, was brauchen wir hier als nächstes? Okay, das brauchen wir als nächstes. Zack, 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 zack. Wichtig. Aber was willst du hier bei mir? Du kommst hier nicht rein. Digga. Mach die Tür auf. Um Gottes Willen. Max, leg dich. Ich habe 20.000 XP bekommen, weil ich gerade einen feindlichen Rapper eliminiert habe. Was? Ja. Aber ich muss mich beeilen, Bro. Du bist gar nicht so weit hinten. Was laberst du? Ja, beeil dich besser, Stani. Ja. So, jetzt holen wir uns erstmal das hier. Mal gucken, was das bringt. So, Bro, ich habe jetzt hier meinen Agenten, mit dem ich gerade rede. Alter, einen Agent hast du schon? Okay, das ist krass. Ja, der guckt gerade hier neue Alben, weißt du? Mhm. Kannst ihn mal direkt zu mir vorbeischicken, da sieht er mal ein gutes Album. Oh mein Gott. Ja, okay, vorbei. Jetzt ist vorbei. Zack, zack. Jetzt zack. Ist vorbei, Bro. Ich sag mir, jetzt ist für dich vorbei. Warum? Warum ist für mich vorbei? Es gibt gerade ein neues Konzert. Oha. Okay, was brauchen wir hier? Oh, das brauche ich auch, Leute. Ich weiß genau, was ich als nächstes holen muss. Weiß genau, was das ist. Ja, Bro, ich habe gerade ein neues Konzert gegeben, meine Fans rasten aus. Okay, okay. Also, meine Fans haben gerade gesagt, dass sie dich haten. Ja, sag ich ehrlich, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ach, haben sie das gesagt? Aber meine Fans haten dich, haben sie gesagt. Okay. Und, also ich sag mal so, ich nehme natürlich auch gerne das Bonus-Cash aus der Mitte mit. Ey, Leute, ich will keine 50.000 V-Bucks zahlen. Ja, 50.000! Wie? Ey, Leute, ich muss noch alle V-Bucks aufladen auf meinen Account. Noch habe ich nicht verloren. Ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile über eine Million. Von der Seville und so immer, oder was? Ja. Und du hast noch nie einen Tycoon verloren? Ein oder zweimal vielleicht. Ach, jetzt also doch ein oder zweimal, okay. Ein, zweimal vielleicht, aber es war nichts Großartiges. Okay, let's go. Wichtig, 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 Freunde. Bankdrückmaschine ist wichtig. Oh. Okay, das war's jetzt mit dir, Max. Warum war's das mit mir? Das war's jetzt mit dir, Max. Jetzt kommt der Todesstoß. Welcher Todesstoß? Was hast du gerade gemacht? Bro, ich hab mir die Center Stage wieder geholt. Okay. Bro, Kampflos gebe ich nicht auf, Junge. Oh. Leute, was habe ich jetzt für Mühe geübt? Ich habe mir ein neues Bett Okay, ich kann neue Musik hochladen für meine Fans. Ich kann neue Musik hochladen für die Fans. Cool. Ich glaube, das kann man immer nach einer bestimmten Zeit, dass du da irgendwie neue Musik hochladen kannst. Echt? Am Laptop oder was? Ja, ich denke mal, das geht immer nach bestimmter Zeit wahrscheinlich. Okay. Also meine Fans, die sagen, neues Album ist krass. Ich werde jetzt erstmal full Geld haben. Full Geld. Okay. Das ist sehr schön für dich, Stani. Stanislav Klose. Bro, ich bin einfach Golddigger-Rapper. Was ist denn das hier, Leute? Alter, ich habe jetzt bei mir auch ein Lambo stehen. Wollte ich nur sagen. Kein Lambo, was laberst du? Ich hab ein Lambo. Leute, guck mal, wie er uns nicht glaubt, dass wir auch ein Lambo haben. Er denkt, er ist der einzige. Diese Schmalspurkarre da. Er denkt, er ist der einzige Rapper mit einem Lambo. Wo bist du denn, Stani? Ah, du bist bei dir drüben. Okay. Digga, meine Securities, die sind einfach am Trainieren. Junge, deine Securities sind Schmalspur, die werde ich gleich abknallen. Kannst du gar nicht. Sind zu stark für dich. So, das war's mit dir, Max. Zack, das war's mit dir. Warum? Oh, jetzt schalte ich was frei. Ich habe ein Bored Ape NFT. Ach, jetzt kauft er sich auf einmal doch das. Aha. Bro, warum kaufst du auf einmal doch? Weil ich rumflexen will mit meinem Bored Ape NFT. Sehr gut, Leute. Bei mir
Also. Was können wir denn noch kaufen hier, Leute? Ah. Ach, du hast schon alles durchgekauft, oder was? Ja. Max hat schon alles durchgekauft. Ja, okay, das hat er wahrscheinlich auch schon durchgekauft, hier alles. So. Oh. Muss hier nochmal schnell ein Konzert auf Vlog machen. Yeah. Woo. Ach, yeah. Du machst ein Konzert. Ja, aber pass auf, dass keine Hater kommen. Boah. Bro. Bro, die, guck mal, wie die Leute mich feiern. Yeah. Guck mal, wie er zu mir kommt. Ach, Digga. Oh, Bro, danke für den Raketenwerfer. Alter. Will ich dir noch meine Waffen weggezogen? Guck mal, Max, komm mal kurz her, ich zeig dir mal, was ich mit deinen Fans mache. Lass meine Fans in Ruhe. Ich zeig dir jetzt mal, was ich mit deinen Fans mache. Guck mal her. Guck sie wieder an. Oh, Waffen. Guck sie an. Guck. Das sind nicht meine Fans. Lass meine Fans in Ruhe. Ja, was soll ich denn? Junge, ich hab einfach deine Fans hochgejagt. So ein Ding ist das. Bro, lass meine Fans in Ruhe, du Ekliger. So, jetzt will ich mal oben was Spezielles kaufen. Oh. Oh. Ja. Ich hab hier Laufband. Aber ich glaub ehrlich, dass du gar nicht so viel weiter bist als ich. Was laberst du, Junge? Ich bin so vor dir. Glaube ich nicht. Oh, okay, das hat Max nicht gemacht. Seht ihr, Leute? Das hat Max nicht gemacht. Was hat Max nicht gemacht? Deswegen ist Max hinter mir. Ich kann nicht drüber reden. Ah, okay. Aber es gibt einige Sachen, die du, wo du dumm bist. Es gibt, wir werden sehen. Ich war ja... Okay, Leute. Okay. Bro, das sind immer hier diese Psycho-Games. Bei Tycoon, Leute, immer Psycho-Games. Das ist... Max, für dich ist over. Glaube ich nicht. Was hast du denn? Ich habe einen neuen Geldbaum vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Was? Wie viele Fans hast du gerade? 5000. Ah, ich habe 5500, Junge. Okay. Du hast einen neuen Geldbaum? 40? Okay. Nicht und schlecht, du? Nicht schlecht. Ja, soll ich nicht. Bro, warum fragst du mich, wenn du es selbst nicht sagst, Alter? Junge, weil ich mache Fragerunde. Hey, das war das letzte Mal, dass ich dir was gesagt habe. Ich muss nicht drüber reden. Mhm. Oh, bam, okay, bam, jetzt ist vorbei. Bam, 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 bam. Die Frage ist, Leute, was kaufen wir uns als nächstes? Ist jetzt hier die Frage der Fragen. Ich glaube... Lass mal kurz gucken hier. Macht's mehr Sinn? Weil ich will, glaube ich, gar nicht so in diese Waffen investieren. Das bringt eigentlich eh nichts. Guck mal, das ist schon nicht der erste Fehler. Waffen bringt nichts, sagt er. Ja, das bringt ja nur was, sag ich mal, gegen dich. Für die Hater reichen ja die Bummiwaffen. Warum soll ich mir Waffen kaufen? Guck mal, das Ding ist gerade, weil du mein größter Hater bist, werde ich mir jetzt erstmal neue Waffe holen. Okay. Ich werde mir jetzt hier... Das ist sehr gut, dass Stani in neue Waffen investiert. Das war's mit Max, Leute. Das war's mit Max. So, zack. Let's go. Also das ist, ich denke mal... Was? Das ist jetzt Max sein Ende. Was redet der da, Leute? Oh Gottes Willen. Junge, du bist Travis Bot, Junge. Du bist ein Quatscher. Oh, Leute. Wichtige Sachen hier. Wichtige Sachen gekauft. Sehr, sehr wichtige Sachen hier. Okay, jetzt müssen wir... La, la, la. Stani? Was hast du gemacht? Ey! Du Ekliger, hast dich aufgekämpft! Der, du. Ich war der Hater in der Fanbase gewesen, Ekliger. Bro. Bro, ich hab mich in der Crowd versteckt. Du kleiner Ekliger. Ja. So schnell geht das, Max. So schnell geht das. Da wird man auf einmal vom Hater eliminiert. Bro, Digga. Stani ist einfach unser schlimmster Hater, Leute. Checkt ihr das? Da hab ich dich fertig gemacht, Bro. Wie ich da auf einmal von hinten kam, Bro.
Guck mal, wie stolz er darauf ist, dass er einfach diese Camper-Taktik macht. Guck mal, Max. Was? So, jetzt hole ich mich. Oh, was habe ich da gerade gemacht, Stani? Zu langsam. Ja, und? Oh, was hast du für eine Waffe? Hä? Hast du eine Scar? Ja. Ach, du Heilige. Junge, erfolgreiche Rapper, so wie ich es bin. Double Lil Pump, Double Pump, Junge. Der hat auch eine Scar am Start. Verstehst du Double das? Lil Pump. Junge, ich habe auch sogar schon Heal am Start. Mhm. Weil, guck mal, ich hole mir die wichtigen Sachen. Ja, okay, jetzt ist es vorbei. Ah, ist schön vorbei für dich. Junge, ich habe Goldplatte schon. Ich sag dir ehrlich, ich gehe jetzt auf Goldplatte. Okay, mach das. Mach das, Stani. Ich mach deine Technik. Auf Goldplatte. Okay, das war's für Max. Das war's für Max. Das war's für Max. Ich mach jetzt erstmal hier Konzert. Wie, du gibst schon wieder ein Konzert oder was? Ich glaube, wir müssen mal sein Konzert crashen. Kann das sein, Leute? Ich glaube, wir müssen hier mal die Konzertcrasher machen. Was redest du, Bro? Was? Was willst du machen, Junge? Oh, ich werde dein Konzert crashen. Ich bin vor meinem Konzert abgehauen. Hallo. Leute, ich renne da unten rum. Hier, da bin ich. Hallo, ich feiere mich selber. Also ich sag dir ehrlich, die Crowd, der eine, der musste gerade heulen sogar. Weil es so schlecht war. Der eine musste heulen, weil es so gut war. Ah, okay. So emotionale mäßig. Oh so, mein Gott. Zack, oh. Zack, zack. Ich denke mal, zack. Ich werde gleich einen Ghostwriter mir holen. Ah, okay. Hast du deinen, hast du deinen Agenten schon auf Level 2? Sah ich nicht. Vielleicht, okay. Ja, habe ich. Ah. Ich auch. Lalalala, ich rede nicht, Max. Von mir wirst du auch nichts mehr erfahren. Ja, ich werde jetzt den Gnadenstoß geben. Du sagst komischerweise schon die ganze Zeit, dass du mir einen Gnadenstoß gibst. Aber das ist nur Gequatsche, wie man das von Stand kennt. Wenn ich mir will, dann hole ich mir den Ghostwriter. Mhm. Bro, ich bin super rich. Checkst du das? Oh mein Gott. Ja, vorbei. Vorbei. Was? Ich denke mal, für dich ist vorbei. Oh, ist gar nichts vorbei. Junge, ich habe einen goldenen Baum. Was? Ich habe einen Goldbaum. Okay, dann ist wahrscheinlich echt vorbei. Vorbei, vorbei. Aber vielleicht habe ich einen Diamantbaum. Junge, als ob es einen Diamantbaum gibt. Aber gleich gibt es ein huge Reward. Ich bin gespannt, was das sein wird. Oh mein Gott. Ach, stimmt. Nach einer halben Stunde. Wie lange geht denn dieses Konzert hier? Wie, hä? Du bist auch schon beim Konzert? Ja, Bro, du bist nicht krass. Oh mein Gott. Yo, man hat $10,000 in Cash bekommen. Oh mein Gott. Schmeckt. Okay. Ach, ich habe auch den goldenen Money Tree. Bro, ich hab aber einen Ghostwriter. Hast du einen Ghostwriter? Nein, weil ich meine Songs selbst schreibe. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich. Ich brauch keinen Schimmelwriter. Wir müssen eine Sache machen, die Max nämlich, das geht mir nämlich auf den Keks ein bisschen. Wenn Max diese Filme will, dann muss ich auch diese Filme jetzt angreifen. Bro, ich merke, du holst mich gerade langsam echt ein. Ja. Kleiner Ekliger. Ist gut, dass du das merkst, Stani. Das ist sehr, sehr gut für dich. So, zack, zack, zack. So, wichtig. So, Max. So, dann gehe ich mir mal schnell die Stage wieder zurückholen. Bro, ich würde mir lieber... Ich würde lieber die Finger von der Stage lassen. Oh, ich hole mir die Stage immer wieder. Das ist eine gesunde Warnung für dich, Alter. Ist eine gesunde Warnung. Aha. Aber vielleicht versuche ich mir gerade gar nicht, die Stage wieder zu holen und schlag einfach die ganze Zeit auf meinen Money Tree in der Zeit, während du da unten mich abcampen willst.
Ich weiß ja nämlich, dass du da unten auf mich wartest, du Ekliger. Ja, okay. Und ich lade in der Zeit nämlich mein drittes Album mal auf entspannt hoch. Oh, danke, dass du mir das Tipp gegeben hast, das habe ich gar nicht gemacht. Danke. Ach, verdammt, Leute. Korrekt, Leute. Nächstes Album wird hochgeladen. So. Mehr Geld wird produziert. Mehr Cash in die Tech, Leute. Aber ich brauche auch keine Fans mehr. Ich will keine Fans mehr haben, ich sag dir ehrlich. Stimmt. Eigentlich ist uncool, wer Fans hat. Ich will keine Fans mehr haben. Ich will nur noch Geld. Mehr Geld, Leute. Wir machen nur Musik, um Geld zu verdienen. Es geht uns nicht um die Leidenschaft. Wir wollen nur Geld machen. Bro, ich bin Lil Double Pump, Junge. Der braucht Kohle und Lambos. Stani, was ist denn da los? Ey, Digga, du Ekliger. Du bist einfach ein ekliger Mensch. Ja. Jetzt hau ich hier schön an meinen Moneybaum. Lalala, jetzt hau ich hier schön an meinen Moneybaum, Leute. Und mal schön nochmal extra Cash. Geil. Max, das war's mit dir. Guck mal, ich hau jetzt am Moneybaum, mach auch nochmal 25% mehr Cash. Oha, ich glaube, die Sache hat Stani nicht gecheckt. Guck mal, die Mitte wirst du nicht haben. Die Mitte wirst du alles nicht gut. Ich glaube, das hat Stani nicht gecheckt, was wir gerade gekauft haben. Was denn? Oha, nee, alles gut, sage ich nicht. Sag mal. Nee, alles gut, sage ich nicht. Ist was Krasses? Schon wieder, ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Ist schon fast ein bisschen unfair, wenn ich eigentlich nicht sage. Oh mein Gott. Ja, ich warte noch kurz. Ich sag's dir. Okay, denkst Sekunden. Du, das würde mich so weit nach vorne bringen, oder was? Ich sag mal so. Es gibt da sowas, was in der Musikindustrie sehr viel bringt. Hören Leute oft im Auto. Radio. Bro, aber das Ding ist... Bitte rede nicht. Hast du nicht das Radio-Upgrade geholt? Das hat gar nichts gemacht. Bro, ich hab's auch nur gesagt, wenn ich's mir gekauft habe und ich wollte auch, dass du 18.000 verschwendest. Ja, guck mal, ist egal, ich hau weiter hier auf meinen Moneybaum. Ja, und mach ich hau auch auf meinen Moneybaum. Ja, aber ich mach 25% mehr Cash. Let's go! Ja, das stimmt allerdings. Weißt du warum? Weil die Leute mich mehr feiern. Ja, die Leute wissen einfach, dass du stinkst, Junge. Oh, meine Fans und mein Cash geht so krass nach oben. Überleg mal, wie viel 25% ist. Das ist viel. Von dem Geld, was ich mache, ja. Das ist viel Geld, 25%. Das ist sehr, sehr viel, Bro. Das ist, oh mein Gott, Leute. Und jedes Mal, wenn wir raufhauen. Oh mein Gott, Alter. Jedes Mal, wenn wir raufhauen. Ja, aber... Ach, Digga! Hä? Du Ekliger! Bro! Ja! Wie er sich jedes Mal da versteckt, Junge! Ja! Ey, wirklich, du Ekliger! Vor allem, Leute, er hat so richtig Spaß daran. Er hat richtig Spaß daran, sich in der Crow zu verstecken. Das ist geil. Ich hab extra gewartet, bis du da kommst. Vor allem, Leute, checkt ihr das? Er wartet da die ganze Zeit, statt auf seinen Geldbaum zu hauen. Das hat dir locker gar nichts gebracht, weil ich da die ganze Zeit oben auf meinen Geldbaum drauf hau. Ja. Komm, Bro, ich lebe passiv. Ich mach Passiv-Money. Das geht gut, Bro. Mach mal dein Passiv-Money. So, ich will noch ein paar Ghostwriter. Bro, er wollte unbedingt mich abcampen. Das ist zu krass. Das ist wirklich zu krass. Check dir das. Sei ehrlich, Bro. Wie lange hast du da unten gewartet, um mich abzucampen? Ja, ich war zwischendurch mal wieder oben gewesen. Aber da habe ich halt so mal gesagt, ja, Bro, du brauchst das unbedingt. Und Gott, ey. Das ist hier wirklich, wir machen mehr Psychospiele als alles andere hier. Ja, ich war jetzt auf jeden Fall hier, Dings. Also, ich sag dir ehrlich, ich mache jetzt ein Festival gerade. Ich mache gerade ein Festival. Aha. Also kannst du eigentlich unten einnehmen. Das bezweifle ich, dass du mich das einnehmen lässt. Guck mal, da ist er schon wieder! Alter! Ey, Junge. Ey, Bro, ich geb dir mal einen Tipp. Hol dir mal lieber Schild. Du bist die ganze Zeit wanted. Ey, das müsste ich echt mal machen. Mir war klar, wenn ich sage, dass ich ein Festival mache,
dass du da kommst. So, ich hol wieder Schild hier, Leute. Schön, mein leckerer Slurper, Bro. Meine Ghostwriter arbeiten für mich. Bro, ich kann gerade nichts machen. Ja, Max hat sein Spiel gebackt, Leute. Hä? Max hat sein Spiel gebackt. Ey, was ist das? Und das Ding ist, Max, also... Was? Bro, ich hab gewonnen dann. Na, hast du nicht. Doch, wenn du nichts machen kannst, hä? Also ich kann halt nur noch passiv jetzt Geld farmen und Sachen kaufen, das ist halt total öde. Aber also ich sag's mal so. Kannst du nicht mehr schießen oder was? Kannst du nicht mehr schießen? Nee, gar nichts. Kann nicht schießen, nicht bauen. Warte, ich mach noch einmal Respawn. Das kann doch nicht sein. Ah, bauen? Ja, guck mal, dann gebe ich dir die Mitte. Ich gebe dir die Mitte auch fair. Bro, ich bin locker genauso weit wie du. Weil du die ganze Zeit unten gewartet hast und nicht auf den Baum gehauen hab. Wie viel Passiv-Cash machst du? Sag ich nicht. Nein, komm, dann lass jetzt hier abgleichen, wer weiter ist. Bro, ich mach $2,000 die Sekunde. Ja, okay, ich mach nur 1.000. Bro, ich habe hier gerade ein neues Studio gekauft. Bei mir läuft sehr gut. Alter. Ich habe jetzt hier ein Self-Porträt von mir. Ey, Junge, wie nervig ist das, dass ich jetzt hier nicht weitermachen kann? Ja, sag einfach, du hast aufgegeben. Sag einfach, du bist schlecht, dann ist gut. Nein, das ist unkorrekt. Ich kann jetzt auch hier mein nächstes Festival machen. Was für ein Festival? Ja, hier, ich kann hier einen Foodtruck kaufen. Ja, Foodtrucks, aber... Was bringt ein Foodtruck? Bro, wie viele Fans hast du? Sag mir ehrlich. 30.800. Ich hab... Ey, Bro, die Foodtrucks, die bringen ja gar nichts. Bro, hier, ich hab Dixie-Klos geholt. Cool. Oh, okay, jetzt... Guck mal, Max. Guck mal jetzt bei mir kurz rüber. Ja, gut, Leute. Also bei mir ist leider gebuggt. Kann man jetzt nichts machen. Ja, aber Alter! Die Level 4 Stage, weißt du, was du dafür brauchst? Ja, was denn? 1 Million Fans. Ja, würde ich auch noch kriegen. Nein, die hassen dich, die Leute. Die sind Hater alles bei dir. Ja, also gibst du jetzt offiziell auf. Ich gebe nicht auf. Mein Spiel buggt. Kann ich nicht weitermachen. Ist unfair. Also spielst du jetzt weiter oder gibst du auf? Na, Bro, es macht doch keinen Sinn, weiterzuspielen, wenn ich nicht mal auf den Geldbaum hauen kann. Wie soll ich denn so gewinnen? Ja, aber ist das jetzt ein Fehler vom Spiel oder gibst du einfach nur auf? Ja, es ist ein Fehler vom Spiel. Leute, ich habe das Gefühl, Max gibt auf. Also Leute, ja, ich mache entscheidet ihr einfach. Wir können gerne nächstes Mal nochmal einen Tycoon machen, Stani. Und dann wirklich schauen, wer der Tycoon-Meister ist. Ja, okay, ich baue mal irgendwie weiter. Bau dein Ding weiter, Leute. Ich kann hier leider nichts mehr machen. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like und ich oder. Gewonnen, bis dahin, haut rein, Leute. Ich hab gewonnen.